Hallo zusammen, heute bei Frag doch mal einen Musiker gehen die 10 Fragen an Frank Krampe. Frank ist von Beruf Landwirt und spielt bei uns Tenorhorn. Hi Frank. Ja, hi Lea. Sag mal, wie lange spielst du eigentlich schon bei uns in der Kapelle? Ich spiele jetzt 33 Jahre in der Musikbühne Schützenkapelle. Und damals hat mich Heike noch ausgebildet, Heike Huxel damals, heute Heike Alfes. Viele Grüße an Heike und nochmal danke für deine Geduld damals. Was vermisst du denn momentan eigentlich am meisten? Ach, wenn ich jetzt sage, einfach mal wieder eine Probe, anschließend mit allen zusammenstehen im Werk, 2 ein Bierchen trinken. Das wäre schon ganz schön, aber wenn ich jetzt an diese ganzen Probleme, die vielleicht die Ärzte auf den Intensivstationen haben, die vielleicht die Eltern zu Hause mit den kleinen Kindern in der Betreuung haben, dann muss man einfach sagen, ist es ein Hobby, was wir im Moment ausüben. Und es wird ja besser und ich glaube, wir werden uns irgendwann hier wieder treffen und so lange halte ich es auch aus. Wenn wir wieder proben können, du hast das ja schon angesprochen, welches Musikstück sollten wir als allererstes wieder spielen? Worauf hast du Lust? Wir beginnen ja eigentlich immer traditionell unser erstes Stück eigentlich mit einem Choral, ein kirchliches Stück. Und da würde mir vielleicht das Stück My Dream gut gefallen. Und wenn ich mir dann so vorstelle, Jürgen spielt das Solo, dann bekomme ich schon ein bisschen Gänsehaut. Wenn du noch einmal ein Musikinstrument lernen könntest, für welches würdest du dich entscheiden? Also da muss ich ganz klar sagen, ich bleibe meinem Tenorhorn mein Leben lang treu. Und wenn ich kein Tenorhorn spielen würde, dann könnte ich auch nicht mehr im Tenorhornregister spielen. Ich müsste dann, ja, aber nein, mein Tenorhornregister werde ich so lange nie verlassen. Welcher Auftritt der Kapelle ist denn dein Lieblingsauftritt? Das ist natürlich das Neujahrskonzert, wenn ich da überlege, der ganze Aufbau der Bühne. Wenn wir dann kurz vor Einlass beginnen, ja, die ganze Bühne nochmal von hinten aus sehen, dann den Countdown runterzählen, unsere Gäste dann begrüßen dürfen, das ist das schon richtig toll. Ja. Ich bin ja auch so ein Schützenfestkind, ich habe auch meistens auf dem Schützenfest Geburtstag. Und da gefällt mir eigentlich, also finde ich, der schönste Auftritt ist eigentlich die Ehrenmalfeier. Mhm. Deshalb, weil wir, ja, ich merke die Anspannung jeden einzelnen Musikers ganz genau. Bei mir geht es auf jeden Fall so, den Gästen, den gefallenen Verstorbenen, dann wirklich eine feierliche Atmosphäre zu bieten. Da strengt sich jeder Musiker an und dann diese Erleichterung und dann noch 3 tolle Tage vor uns zu haben und dann das erste Bier an der Theke mit allen Musikern zusammen, das finde ich ist mein schönster Auftritt im Jahr. Okay. Und das kann immer so weitergehen. Du erzählst ganz viel von den tollen Erlebnissen. Wenn du die Kapelle mit 3 Worten beschreiben solltest, welche wären das? Vielleicht die Tradition schon mal vorne stellen. Das Moderne, wir sind immer modern geblieben. Und ich würde sagen, den Spaß, der steht bei uns ganz im Vordergrund. Ja, da stimme ich dir zu. Kannst du unseren Fans und Musikfreunden etwas über die Kapelle erzählen, was sie noch nicht wussten? Vielleicht eine Sache, die so eine Idee, die wächst gerade bei uns in der Scheune und die wollen wir dann in den nächsten Tagen auch so als kleinen Gruß für alle Rader und alle, die durch Rader durchfahren, auch präsentieren. Also Ende der Woche werden wir diese aufstellen und ich hoffe, dass alle Spaß an diesem Gruß der Schützenkapelle haben. Oh, da bin ich gespannt. Ja? vervollständige doch mal bitte diesen Satz. Unser Tenorhornregister ist berühmt für? Ist berühmt für ihre internen Feiern und Ausflüge. Okay, ja. Vielleicht sollte ich auch noch mal Tenorhorn lernen. Kann ich empfehlen. Kannst du uns von deiner schönsten Kapellenerinnerung erzählen, Frank? Die schönste Kapellenerinnerung, denke ich, ist den Verein 30 Jahre jetzt schon begleiten zu dürfen und ihn auch vielleicht mit Ideen und Kreativität vielleicht auch ein bisschen mitgestalten zu haben. Dann ganz besonders der Bau unseres schönes Musikhauses. Ja. Aber ganz besonders war vielleicht so der erste Ausflug, den ich mitmachen durfte. Der ging damals nach Deislingen, 1992 war es. Ich war erst 15. das war schon ganz toll. Wir kamen in das große, geschmückte Zelt hinein. Da gab es keinen Holzboden. Das war alles mit Holzhackschnitzel ausgelegt. Okay. Der Geruch, den habe ich heute noch in der Nase, so dieses frische Holz. Alles wurde an den Tischen gefeiert. Ne? Da gab's, die waren damals schon sehr vernünftig. Da gab es keine Tanzfläche. Das war alles, lief alles an den Tischen ab.
Aber auch da haben die größeren Musiker, für mich größeren Erwachsenen, die haben mich so toll mitgenommen. Wir haben dann da in der Turnhalle auf so Feldbetten übernachtet. Das war eine tolle Gemeinschaft. Morgens ging es dann auch schon um 6 Uhr wieder los. Da wurde dann Wecken gespielt. Wir sind dann von einer Bäckerei zur anderen marschiert. Also das erlebt man, glaube ich, wenn man jünger ist, viel intensiver, als wenn man jetzt vielleicht etwas weiter herangereift ist, wie Erne. Das war eine ganz tolle Fahrt. Aber wenn man so ganz jung ist, da muss ich sagen, habe ich auch die Gemeinschaft so richtig kennengelernt. Und da wusste ich, dass ich im richtigen Verein bin. Sag mal, Frank, was ist eigentlich dein Lebensmotto? Ich versuche immer alles so zu nehmen, wie es kommt und dann das Beste daraus zu machen. Das gelingt mir nicht immer, aber ich versuche es so umzusetzen. Ich glaube, dir gelingt das schon ziemlich gut. Danke, Frank. Ja, bitteschön. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.